Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sitze hier gerade auf unserer Sonnenparkbank, Rentnerbank, und genieße die Morgensonne. So sieht es hier gerade bei uns aus. Hier ist der Schlauch hier für unsere Gartendusche, der da reingeht. Der soll nachher in der Sonne ja auch ein bisschen vorwärmen. Und die Gartendusche, die stellen wir wieder in die Sonne, damit wir am Abend dann wieder schön solar duschen können. Gestern gab das hier mit Marie und mir, ich will nicht sagen Zoff, aber die Solaranlage, die ich baue, die geht halt jetzt in die finale Endrunde. Das bedeutet, wir haben ganz viele Akkus, die irgendwo hin müssen. Und dann haben wir da lange, lange Zeit überlegt. Ich habe dann immer Vorschläge gebracht. Hier einen Schrank kaufen von Ikea und alle da rein. Und Maria hat dann so geguckt und dann gezeigt, so ja, den. Und dann habe ich gedacht, so, ja, okay, der ist nicht breit genug. Die Batterien, die müssen irgendwie da rein. Da muss man rankommen können, um da mal ein Kabel abzubauen oder anzubauen. Und ja, also ich habe dann vorgeschlagen, einen hohen Turm, alle Batterien übereinander stellen, weil dann kann man immer von links und rechts daran und man könnte auch die Wechselrichter schön da anbauen, aber das wollte sie dann nicht. Und wir sind jetzt letzten Endes dazu gekommen, dass wir das ganze Büro umbauen, weil nämlich Marie auch einen neuen Schreibtisch hat, also was heißt neu, sie hat den von Ash, weil Ash hat ja von Max einen neuen gekriegt. Und also hier war großer Umbau bei uns. Es wurde alles einmal durchgerührt und jetzt sieht alles ganz anders aus. Ja, und ich zeige euch jetzt mal, wie mein neuer Arbeitsplatz aussieht. Der ist jetzt eine Mischung aus Computerplatz und Batteriestation. Das sieht echt krass aus. Da gehen wir jetzt mal hin. So, und da sind wir auch schon. Also, das hier ist unser Kraftwerk, unser neues. Ich finde, das haben wir ganz gut gelöst. Also, das war Maries Idee, dass dann mein Schreibtisch hier auf diese Seite kommt und die Batterien darunter. Nachdem wir lange überlegt haben, kommen die Akkus jetzt hier nebeneinander oder übereinander oder in Dreierreihen übereinander oder so. Und da habe ich gesagt, ja, eigentlich könnte man doch alle auf den Fußboden quer längs stellen und machen wir eine größere Fußleiste draus. Aber das hat dann auch keinen Anschluss, sie wollte das nicht. So, jetzt sieht es also so aus. Wir haben hier die Akkus. Die sind jetzt hier alle nebeneinander, so dass ich hier auch noch dran sitzen kann. Das Chaos hier ist übrigens keins. Also das mag vielleicht so aussehen, aber das ist alles strukturiert. Von hier aus gehen nämlich einmal Plus- und Minuskabel hier vom Wechselrichter weg. Und man sieht hier vier Kabel rot und vier Kabel schwarz. Einmal für Plus und Minus. Und das ist für diese vier Batterien. So, jedes Kabel geht einmal an eine Batterie, einmal Plus und einmal Minus. Und von diesen vier Batterien zieht sich der Wechselrichter seinen Strom. Und dann geht es einmal hier in die Küche oder hier ins Wohnzimmer. Oder hier ins Büro, also hier hin, wo ich gerade sitze, da sind die Computer dran angeschlossen. Hier oben befinden sich dann die Laderegler. Die habe ich hier angebaut, sodass sie nach oben hin schön weglüften können. Da ist noch Platz für zwei weitere, die fehlen mir noch. Die haben wir schon bestellt, da sind sie, aber die müssen dann noch angebaut werden. Und dann ist es so, dass diese drei Laderegler den Strom von hinten bringen, wo ich gerade gewesen bin. Und der eine von vorne, wo das am Terrassendach befestigt ist, das habt ihr ja schon mal, glaube ich, gesehen. So, also diese vier sind, 1, 2, 3, 4, sind die ursprüngliche Powerstation. So, und die sind mit diesen vier Batterien verbunden. Jeder Laderegler lädt eine Batterie. Diese vier Batterien sind jetzt neu, die habe ich mir noch dazu geholt, weil wir ja auf dem Carportdach noch 8 Solarmodule angebaut haben, wo jeweils wieder zwei
an einen Laderegler kommen. Ne, der war ja von der ersten Anlage und der ist von der zweiten. Eins, zwei, drei, vier. Die kommen da noch hin und die versorgen dann diesen ganzen Bereich. Und dafür gibt es dann auch noch einen Wechselrichter. Der kommt hier hin als Spannungswandler. Wo ist denn der überhaupt? Liegt hier irgendwo drin. Ach, hier ist übrigens noch ein anderer. Damit habe ich mal geübt vorher. Ein etwas kleinerer. Und weiß ich nicht, irgendwo ist der hier drin. Der kommt also hier an die Wand und wird dann mit Kabeln mit den vier Batterien verbunden. Und dann wird dieser Wechselrichter, Spannungswandler, dafür zuständig sein, dass Badezimmer und Esszimmer mit Strom versorgt werden. Badezimmer braucht ein bisschen mehr Strom, weil da habe ich mir auch einen 100 Liter Wasserkocher bestellt. Und der zieht dann auch mal 2000 Watt und das kommt halt hier raus, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Während dieser Bereich halt für Küche und so weiter, da zieht ja auch ordentlich was, wenn man da alles anhat. Und es funktioniert bisher. Also ich muss sagen, es funktioniert sogar ganz gut. Heute Morgen haben wir wieder schön warm geduscht. Die Dusche zeige ich euch auch mal ganz kurz. Die ist, also ich finde die richtig genial. Es ist alles so ein bisschen aus der Camping-Szene abgeguckt. Mein Schnucki macht sich gerade hübsch hier. Guten Morgen. Schnucki, darf ich das zeigen, wie wir uns duschen? Ja. Oder willst du das, ist dir das peinlich? Mach es du Sie meinst. leidet unter mir, ne? Leidest du? Ehrlich? Du wirst sehen, irgendwann macht sich das bezahlt. Also darf ich das zeigen? Hier ist übrigens Maries Licht, auch mit Solarstrom betrieben, eine Akkulampe. Wofür brauchst du denn? Die ist auch taghell draußen. Mir reicht's aber nicht. Okay, so. Gehen wir mal kurz ins Badezimmer. Ich hoffe, das steht alles noch hier. Da, das ist diese Batterie, Quatsch, diese Dusche, die wir benutzen. Man kann hier drauf drücken. No. So, das ist die Pumpe. Die hat einen eingebauten Akku, da geht sie an und wieder aus. Die wird dann in einen Kanister rein. Man lässt sie in so einen Kanister mit Wasser reinplumpsen und dann fördert sie das Wasser hier zur Dusche hoch. So. Und wenn man jetzt, also Wasser muss man in den Kanister reinfüllen und dann heißes Wasser machen wir im Moment gerade mit einem Mini-Wasserkocher, also mit unserem 1,5 Liter Wasserkocher oder 2 Liter Wasserkocher. Da wird das Wasser heiß gemacht in den Kaltwassertank, also in diesen Kanister rein und dann haben wir heißes Wasser zum Duschen. Reicht locker für zwei Personen zum Haarewaschen. Das ist also gar nicht mal so schlecht. Sollte es also zu einem Notfall kommen, zu einer Krise, dass es hier kein Gas mehr gibt oder kein Strom oder weiß der Kuckuck was, alles, was man so gerade so hört, was demnächst vielleicht passieren könnte oder in deren Augen ja passieren wird, wir sind da ganz gut eingestellt. Wir sind da ganz gut aufgestellt, sodass wir hier wenigstens warm duschen können. Und im Winter haben wir ja dann auch noch eine etwas andere Variante, die wir nutzen können, und das ist diese hier. Das haben wir ja schon ein bisschen länger, unseren Kochherd, auf dem wir kochen, backen, das Haus beheizen können und zur Not kann man da dann auch noch einen Topf draufstellen, mit dem man das Wasser erhitzt, so wie man es quasi früher gemacht hat. Also die Zeiten sollen sich ja angeblich ändern, dass man nicht mehr den Wasserhahn aufdreht und da kommt heißes Wasser raus, beziehungsweise kann man gerne machen, bloß wir haben unsere Warmwasserrechnung gekriegt und das ist jetzt so. Ich weiß nicht, was in einem Jahr passiert. Da zahlen wir wahrscheinlich einen Abschlag von 500 € im Monat oder noch mehr. Wer soll sich denn das noch leisten können dann? Also ich sehe das problematisch, deswegen einfach hier drauf das Wasser heiß machen und in die Badewanne kippen. Oder man nimmt diese Pumpe da. Oder Solarstrom. Aber da weiß ich nicht, wie das im Winter wird, ob das reicht oder nicht. Wir werden es sehen. Wir probieren es aus. Wir haben jetzt den ersten Winter zu fassen, in dem das so sein wird, dass wir mit Solarstrom, mit dieser Anlage hier irgendwas machen wollen. Und ob wir das denn machen können oder nicht, das steht dann nochmal in den Sternen. So, und heute geht es hier nochmal ein bisschen ran an die Bastelei. Die Ladestationen müssen da an die Wand und dann muss das alles hier nochmal verkabelt werden. Und dann sieht das da genauso aus wie hier. Also im Grunde so, dass von jedem Laderegler ein Kabel an Minus und Plus, zack, 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 viermal und vom Wechselrichter einmal an jede Batterie und alle Batterien untereinander sind dann auch nochmal verbunden.
damit die einen gleichen Ladestand haben die ganze Zeit. Beziehungsweise eben, wenn ein Laderegler mehr Strom bringt als ein anderer, dass der trotzdem dann die Batterien alle gleichmäßig lädt. Ja, so die Theorie. Wäre kein Fachmann hier, aber das funktioniert. Und das ist jetzt so quasi das Ergebnis von dem, womit wir mal angefangen haben. Das steht da jetzt bei Ash. Also die erste Station, die kann ich ja auch noch mal kurz zeigen. Okay. Gehen wir noch mal schnell hin. Es ist eigentlich eine relativ kleine Station. Die habe ich mir bei dieser Firma mit A mal gekauft. Besteht aus einem Solarmodul, einer Bleisäurebatterie und ich glaube, ja, dieser blaue kleine Spannungswandler, der ist noch mit dabei gewesen. Womit man dann, ich meine, 300 Watt erzeugen kann. So, 300 Watt reicht hier für nichts. Damit konnte ich nicht mal einen Kühlschrank laufen lassen oder einen Fernseher. Haben wir ausprobiert bei Ash. Also das hier, das sind die Solarmodule, mit denen wir angefangen haben. Es ist also nur das eine, mit dem wir angefangen haben. Das zweite habe ich mir dazu bestellt. Das zweite Modul hat, weiß ich nicht, 20 Euro gekostet, glaube ich, oder 25 oder so. Also die sind relativ günstig, bringen natürlich relativ wenig, aber die haben am Anfang gereicht, um unsere ganzen Lampen zum Leuchten zu bringen. Also wir haben ja diese Akku-LED-Lampen mit gelb warmem Licht und mit dem Ding haben wir die alle geladen und unsere Akkus geladen, Handys geladen und so weiter. Wer es also nicht dunkel haben möchte, der ist mit so einem Ding schon ganz gut aufgestellt. Gibt es bei dieser Firma mit A und bei vielleicht 1000 anderen Firmen auch noch. Für, ich glaube, das ganze Set hat irgendwie 100 Euro gekostet. Mit so einem Wechselrichter, den man meiner Meinung nach für nichts gebrauchen kann. Vielleicht für ein Radio oder so. Oder vielleicht kann man irgendwas daran anschließen. Ich weiß noch nicht was. Ja, so, das war kurz mal hier das Update zu meiner Solarstation. Ich werde hier demnächst noch, auch noch in Planung, um diese Kabel einen UV-Schutz drum rumziehen, weil die ja teilweise dann doch hier, ganz gut, das muss ich ja noch sowieso hier verkleiden, irgendwie in so einem Kabelkanal oder so. Auf jeden Fall muss ich die, oder ich weiß nicht, ob man das muss, ich werde die nochmal gegen UV-Licht schützen, damit die nicht in 10 Jahren porös sind und auseinanderbröseln. So, und jetzt gibt's Frühstück. Also, mein Schnucki, die hat sich ja schon mal aufgehübscht. Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Ich gehe mich auch schminken. Jetzt gibt's gleich Frühstück. Einmal wieder rein. Ich werde mir heute meinen super Quark machen, damit ich dann auch ein bisschen Energie habe und hier die Solarstation. Also, ach übrigens, hier die Küche, die funktioniert ja auch wunderbar mit Solarstrom, ne? Das benutzen wir nur noch. Ist alles hier am Solarstrom angestöpselt und sollte das nichts bringen, können wir zack mal eben umstöpseln in diese Steckdose und uns Strom kaufen. Der Ofen ist auch immer in Benutzung hier. Unser Eierkocher. Ja, vielleicht können wir uns ein paar Eier kochen. Und der Kühlschrank sowieso. So, Update zu Ende. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.